Sascha von der Booknews.de hier, immer noch auf der IFA 2010 in Berlin. Wir sind gerade auf dem Packard Bell Stand, weil sie die ganzen Netbooks hier aufgebaut haben, beziehungsweise noch einige Ultra-Fans, also mit den 11.6-Inch, die auf der anderen Seite stehen. Das ist PackardBell.se. Das haben wir schon im Schweizer Shop mit dem Intel Atom N550 entdeckt. Die Variante hier läuft noch mit der N450er Pine Trail Plattform. 1 GB RAM, 250 GB Festplatte und lustigerweise Windows XP Home, das ULCPC Edition, die da drauf läuft. Ich gehe davon aus, dass der wahrscheinlich in dieser Variante kaum noch auf den Markt kommen wird. Vielleicht ist es irgendwie so ein kleiner lustiger Messehack. Wie auch immer, stellen wir uns einfach vor, das wäre die N550-Version, denn die wird auch so entsprechend in den Handel kommen. Gucken kurz mal drumherum. Wir haben hier Anschlüsse fürs Netzwerkkabel, fürs LAN-Kabel, Kensington Keylock, USB 2.0. Dann haben wir hier Jacks fürs Headset, Mikrofon, 4-in-1 Card Reader. Vorne haben wir ein paar Status-LEDs. Hier auf der linken Seite zwei weitere USB 2.0-Anschlüsse, VGA-Ausgang, Anschluss fürs Netzteil. Tastatur ist bekannt, das ist halt die schicke Interpretation von Acer, die wir schon auf dem Aspire One 533 und 521 gesehen haben. Wirklich gute Tastatur, in meinen Augen ein schönes großes Trackpad. Leider nur so eine Single-Mouse-Button-Wippe da drin. Feedback davon ist aber sehr gut. Display 10.1 Inch, Glossy 1024x600 ist die Auflösung. Wie gesagt, die N550er Variante. Dieses Gerät kommt dann mit Windows 7 Starter Edition. Zum Akku ist ein 6-Zellen-Akku eingebaut. Ist länderspezifisch. Was für eine Kapazität die Dinge haben. Wenn ihr euch erinnert an meinem Aspire One, die ich in Taipei gekauft habe, die haben 73 Wattstunden Akkus. In Deutschland sind es irgendwie zwischen 400 mAh, glaube ich, 52 Wattstunden oder 53 Wattstunden Akkus war so in etwa die Regel gewesen. Preis kann ich im Moment auch nicht so sagen. Wie gesagt, wir stellen uns einfach vor, dass es schon die N550er Variante dann genauso wird herauskommen. Sascha von der Booknews.de hier, vielen Dank fürs Zusehen.